So, herzlich willkommen zurück zu Folge 12, denke ich mal, von, was war das gerade, American Truck Simulator. Wer? Okay. Genau, Level 7, Baby. Ja, krass. Ja, nee, davor wir Level, haben wir gerade echt ein Level übersprungen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nö. Wir waren da vorbereitet Level 6. Da habe ich nur meinen Punkt damals gar nicht eingesetzt. Ja, gut. Aber wir haben fast genau, wir haben ja, gut, fast genau das Level gerade einmal geschafft. So, wir haben mittlerweile wieder 37.000. Wie teuer sind eigentlich Auflieger? Na gut, ich meine, das Problem ist hier natürlich, wir können es hier eh noch keine längeren holen. Nee, wofür? Ja, schon gut. Schönes Motiv, ja, aber ich wünschte, die hätten hier ein bisschen mehr Vielfalt. Das gleiche Motiv wie hier. Die hätten sie ruhig noch ein anderes Motiv nehmen können. Und hier an der Seite ist natürlich noch nichts, dafür ist der Hänger noch zu kurz, deswegen wollte ich eigentlich auch gerade eher hier rauf. Ach komm, wir können es auch schon längere holen. Ist auch noch zu kurz. Ja, das Bild braucht wirklich diesen ganz großen, diesen mit 53 Fuß oder so. Können wir mal ganz kurz gucken. Fahrzeugbrowser, Auflieger. Nein. Was? Auflieger? Ach doch, da, genau. So, und da können wir nämlich jetzt sagen, den und den ganz langen. Ja, wie gesagt, hier, den dreifachen gibt es mit den kurzen Aufliegern leider. Deswegen also wirklich Road Train ist leider gar nicht. Das da. So, und wenn wir jetzt hier den ganz langen nehmen mit 53 Fuß. Dann haben wir nämlich hier so ganz schickes Motiv drauf. Sehr, sehr schön. Gut, vielleicht bei dem Auflieger-Typ jetzt kacke. Ich mache mal lieber den hier. Kann man das Bild besser erkennen. Oder zumindest den hier. Ja, richtig schönes Motiv. Aber wie gesagt, leider dafür nur bei dem ganz großen. Sobald du einen etwas kleineren nimmst, hier 48 Fuß zum Beispiel, ist auch schon zu klein. Ist dann einfach nur noch weiß. Was natürlich ein bisschen schade ist. Dass sie da nicht mehr Texturen genommen haben, aber naja, was soll's. So, gut, wir fahren aber mal hier weiter. Und zwar gucken wir uns gleich mal an, was das da für ein schöner Schleichweg ist, den wir entdeckt haben. Wo können wir hier sinnvoll wenden? Einfach mal da hinten hin. Nee, hier kann man nur einmal so. Ja, okay. Hier kommt man nicht wirklich weit weg. Ist ja bloß eine ganz kleine Schlaufe hier. Schleichen wir uns mal hier am Traktor vorbei. Wow. Alpha-Wand. Danke dafür. Das bringt ja, ist ja, wow, ist ja hier mal. Sind das diese angekündigten neuen super geheimen Schleichwege? Hä? Das ist hier ein Trauerspiel. Oh, eine Schweinerei hier. Ich will mal Geld zurück. Jutchen. Das also dazu. Dann gucken wir also mal lieber doch nach einer neuen Mission hier. Pennen oder so müssen wir nicht, ne? Oh doch, sollten wir. Das heißt, wir gehen erstmal zur Tankstelle. Und tanken dort und pennen dort auch. Guck mal, so ein schöner kleiner Auflieger. Ja, deswegen das Spiel. Okay, die Räder sind ein bisschen sehr pixelig. Oder low poly. Poly. Guck mal, schöner Auflieger und da hinten steht ein schöner Traktor. Man könnte daraus so geile, viele Sachen machen. Schön Traktorsimulator oder irgendwie sowas. Ja, es gibt hier so viele Fahrzeuge und alles, was man hier fahren kann, sind Semi-Trucks. Was jetzt nicht schlecht ist, dass man Semi-Trucks fahren kann. Aber ne, noch ein bisschen mehr, wenn das Spiel sowieso schon die Vorlage dafür bietet.
Warum nicht? Könnte man auch so eine schönen anderen LKWs hier benutzen. So. Ach ja, guck mal, hier können wir direkt einen Kreis ziehen. Wow. Stoßdämpfer bedanken sich. So. Wow, kommt der her? Na gut, hier durch den Hügel da gerade. Konnte man da nicht sehr weit sehen. Naja. Egal, war seine Schuld. Punkt. So, das heißt, wir gehen erstmal. Okay, nee. Parktasche habe ich gerade über. Also, bin dran vorbeigefahren. Überfahren wäre falsch. So, tanken wir mal ordentlich auf hier. So, jetzt würde mich mal interessieren, wie viel passt denn da rein? Kann man das nicht irgendwie anzeigen lassen? Okay, 160 Gallonen. Das heißt, wir haben 200 Gallonen ungefähr. Interessant. Können wir hier pennen? Mitten auf dem Feld? Macht das Sinn? Die Frage ist doch, es ist jetzt 18 Uhr. Doch, würde voll Sinn machen, ne? Na gut, vielleicht jetzt nicht hier mitten im Weg. So, ein bisschen schöner hier. So, also ist das ganz angenehm. So. Nochmal. Ja, let's go. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt für Mission haben. Hopp. Nicht so viel. Oh. Nee, von da kamen wir gerade. Nö, nehme ich doch den hier. So, wo müssen wir denn lang? Wir müssen nach links. Du gehst mal weg jetzt hier. Achso, wer sich wundert, dieses Low Air ist nicht Reifendruck oder so, sondern Bremsdruck. Unser Primärkreislauf. Steht der hier? Denn scheinbar. Ich finde es mit diesen Hamburger, damit die da Schachtel da so witzig, wie die Dinge immer so zugeht, wenn man anfährt. Ne, wo ist denn der Auflieger? Ach, da hinten. Ah, da ist er doch. Der macht doch immer noch Pause. War ein bisschen zu weit links. Drive safe.
Hallo, Alter. Was ist das hier gerade mit der Framerate? Boah. Ich habe gerade gefühlt 10 Bilder pro Sekunde. Digga, was ist gerade los? Sehr suspekt. Na gut. Oh ne, jetzt geht's wieder. Nee, hey, jetzt schon. Ist gerade. Digga, was ist hier los? Alter, der gefühlt. Alter, ist ja. Boah. Warum diese? Oh, jetzt geht's wieder. Verrückt. Sehr schöne Klinke, by the way. Deswegen gerade so landschaftsmäßig und so ist, finde ich persönlich, RTS fast, oder eigentlich nicht fast, sondern ich finde von der Landschaft der RTS echt schöner als ETS 2. Also kann man echt nicht anders sagen. Es ist. Schnieke aus. So, jetzt fahren wir ja quasi direkt an der Küste vorbei die ganze Zeit, ne? So ziemlich? Ah ja, nee. Nicht wirklich. Andererseits, weißt du was? Lecco mio, können wir nicht einfach irgendwo auf die Küste abbiegen und dann einfach mal draußen eine schöne Küstentour machen? Hätten wir jetzt hier gerade ausfahren müssen, ne? Ach, scheiß die Wand an. Ah, kacke. Ja, guck mal, wir könnten auch schön von der Küstenseite drauf zufahren. Er schickt das aber immer wieder hier oben lang, ne? Natürlich, klar, weil da natürlich Autobahn ist und hier ist eher so eine Nebenstraße. Aber wenn wir hier so ein paar so, ne, mal schön hier und dann mal gucken, wo er sie lang schickt. Das war dumm. So, bitte. Ja, dann können wir jetzt abbiegen. Gut, ist aber auch völlig egal, reicht ja aus. Ne? Können wir schön an der Küste lang fahren. Mal gucken, wie es denn aussieht. Bisschen. Weil hier auf der Autobahn dürfen wir eh nur 55 fahren. Können wir auch gleich auf der Landstraße fahren, also wetten, bei der kann man wieder 65 fahren? Ha. Alles Noobs hier. Eigentlich fahren wir ja gerade relativ nah bei den Rocky Mountains vorbei, ne? Ich weiß gar nicht, wo sind denn die Rocky Mountains? Die Rocky Mountains, die müssten ja ungefähr. Nein, die doch, die müssten hier so lang gehen. Lakeview. Reno. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die liegen. Aber die müssten eigentlich hier so rechts von uns sein, ne? Ich meine, von uns aus sieht man die jetzt nicht wirklich. Haben sie nicht nachgebildet. Leider. Oh ja. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch das Gebirge überhaupt ist. Vielleicht sieht man es auch gar nicht von so weit weg. Also jetzt auch im Echten nicht. Weiß ich gar nicht. Da vorne war wieder besonders langsam. Gut, du musst davon eh abbiegen, von daher
Passen wir uns mal deren Geschwindigkeit an, weil wobei die ja wirklich extrem langsam fahren. Was ist mit denen hier los? Ja, jetzt waren die alle langsam. Oh, Leute. Ach so. Wir dürfen nur 30 fahren. Ja, ups. So, biegen wir mal hier ab. Welcher Ende ist denn das? Ah, Western, Westwood, West. Wie heißen die? Irgendwas mit West. West Coast. Da. Ach, Western Star. Ah. Wobei ich keine Ahnung habe, was die für LKWs verkaufen. Oh, nein. Ah. Boah, Alter. Hier sind wir auch auf einer Autobahn. Hä? Ach. Ich dachte, dass dieser Abzweig war gerade der, dass wir hier, dass wir schon hier sind. Dachte ich. Hä? Aber nee, das war nur so ein ganz kurzer Schlenker gerade. Wow. Okay. Das Ding kommt ja hinten erst noch. Und dann ist man ja schon Strücke bis zur Küste. Interessant. Okay, cool. Okay. Naja, schon erst eine Strecke was wir fahren, ne? Was sind denn hier? 1000 Meilen. Okay. Das wäre wahrscheinlich ein paar Folgen, denke ich mal. Hupsili. Ja, lol, ey. Schon dicking. Ja, vor allen Dingen auch so eine Strecke zu designen, ist natürlich wesentlich aufwendiger, ne? Weil ich meine, bei Euro Truck Simulator, da fährst du ja fast nur durch Wald, ja? Ich meine, bei dem Spiel musst du eh nur so weit programmieren, wie du pflücken kannst, weil wer siehst du ja sowieso nicht. Das heißt, wenn du links und rechts eh nur Wald hast, dann brauchst du auch gar nicht so viel Map-Design. Aber so wie hier, wenn du halt wirklich überall fast nur Steppe hast und dementsprechend sehr weit gucken kannst, dann muss natürlich auch sehr viel Design, ne? Das heißt, so als aus Map-Design-technischer Sicht ist das hier natürlich wesentlich schwieriger oder langwieriger als ETS. Gut, ich meine, es ist einfach nur weite Steppe. Also, wenn man die jetzt nicht so stark detailreich besiedelt, die Fläche, sondern einfach nur sagt, okay, Steppe, hier vielleicht mal ein paar Freileitungsmäste und da mal vielleicht ein bisschen ein Zaun oder sowas, ne? Kann man das natürlich ein bisschen vereinfachen, aber so wie da hinten zum Beispiel, wenn man da so hoffentlich Gebäude und sowas alles noch hat und so, dann muss man halt alles hinklatschen, ne? Ist schon eine etwas andere Liga als bei ETS. Ich meine, auch bei ETS gibt es große Felder, also große Flächen, wo einfach nur Landwirtschaft ist und dann dementsprechend weite Felder sind, aber hier ist natürlich noch heftiger. Oder man macht es einfach und klatscht einfach eine Wand hin. Danke dafür. Ja. Ah. Sehr geil. Sehr, sehr schnieke. So, müssen wir jetzt links oder rechts? Wir müssen nach da. So. Da vorne müssen wir dann wahrscheinlich links bleiben, ne? Ah, sieht fast so aus. Oder? Oh, ich hab Angst. Gibt's mal hier ein Navi?
Ja, genau, da müssen wir links bleiben, ja. Also auf die linke Spur. Kommt sie vorbei. Danke. So, jetzt geht nicht zu schnell hier durchfahren. Oh, jetzt gibt es keinen Unfall. Das wollen wir ja nicht. Ich meine, klar, jetzt ne, naturtechnisch ist es dann natürlich blöd, weil, wie gesagt, ist halt alles Wüste, ne? Also naturtechnisch ist das natürlich eine absolute Katastrophe. Aber so ausblickstechnisch natürlich dann sozusagen ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. Ich meine, ich persönlich würde jetzt wohnorttechnisch natürlich grüne Gebiete definitiv bevorzugen. Alleine weil es hier in dem Gebiet, weiß nicht, da hast du dann im Sommer einfach mal 50 Grad oder sowas, keine Ahnung, trockene Luft und auch kaum Infrastruktur oder ähnliches, ja. Heißt natürlich schon so ein dicht besiedeltes Europa schon angenehmer zu da drin so zu lebenderweise zu wohnen. Die lässt das vorbei? Oh, so ein bisschen. Ja, von daher. Fernfahrer sein macht in Amerika definitiv mehr Spaß. Aber alles andere, also nach Amerika ziehen würde ich nie im Leben. Das wäre mir viel zu trist und viel zu amerikanisch. Großer Fluss, Teich, whatever. Hey, was los hier? Mach das normal und komm vorbei. Dann bescher ich dir eine neue Tochter. So, 55 Tonnen, wa? Immer noch. Komische Konstruktion. Warum sind hier so Steine im Weg? Was soll das? Was heißt das? Oh, ist Bahnübergang. Das heißt das. So, da vorne geradeaus. Aber grün, wer grün, bitte grün. Ja. Nein, der Gelbe überholt uns. Nein, wir brauchen Nitro. Wo ist Nitro? Wo ist denn der geile Scheiß, den man braucht? Das gibt doch gar nicht. Oh, jetzt fahren wir hier von links, rechts. Schöne Blumenfelder, Alter. Holy shit. Was ist denn das für eine krasse Gegend? Hey, 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 sieht das gut aus? Sieht das alles gut aus? Jetzt wisst ihr auch, warum in Amerika Truckerfahrer ein Traumberuf ist. Keep right.
So, da vorne müssen wir jetzt hier raus und dann geradeaus einfach, ne? Ja, sieht fast so aus. Ja, da kommt eine harte Kurve. Jetzt müssten wir doch eigentlich schon links den Fluss dann irgendwann vielleicht sehen können, wenn nicht so ein riesiger Zaun wäre. Nein, das sind Häuser. Warum sind das Häuser? Sind die immer noch nicht am Fluss? Doch. Spätestens hier müssen wir uns jetzt sehen. Das große weite Meer. Oh, wir suchen aber gleich mal hier irgendwie mal eine kleine Gegend, wo wir uns dann so ein bisschen. Was ist das denn hier für ein Gebiet? Was zur Hölle ist das hier für eine Brücke? Warum ist hier so ein riesiger weiter Bereich in der Mitte? So was habe ich auch noch nicht gesehen. Was soll denn das darstellen? Sehr interessant. Okay. Schön, schön. Sehr hübsch das Ganze. Das sieht geil aus. Hier machen wir einfach mal Pause. Ja, Punch muss noch weitestgehend frei. Ich fahre noch ein bisschen rauf hier. Wow, mein Rad versinkt da komplett in dem. Was auch immer das darstellen soll. Wow. Man sieht hier richtig, wie da einfach so eine Alpha-Textur noch ein bisschen drüber liegt. Okay, das ist ein bisschen sehr komisch, aber okay. Und nicht weiter schlimm. So, die Einfahrt ist noch frei. Und wir können hier schon Pause machen. Okay, dann. Ist das eine schöne Gegend, Alter? Guckt euch das an. Das ist doch nicht wahr. Mal ein bisschen. So hier. Mal ein bisschen mehr sehen hier. Sehr, sehr schön. Sehr schön das Ganze. Ja. Halla die Waldfee. Ah, gut. Okay. Dann machen wir mal die Biegefliege. Wir bekommen 28.000, okay. Also schon mal ordentlich erbatzen Gold. Wir werden Gold bezahlt. In Diamanten. So, ja, dann war es mit der Folge. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Wie gesagt, die Fracht mit unseren 1000 Meilen ist schon echt. Es wird noch ein paar Folgen dauern, wahrscheinlich, bis wir die Strecke abgearbeitet haben. Bis dann.